Falscher Hase. Entstanden ist der Begriff zu Zeiten, als man sich noch keinen Sonntagsbraten leisten konnte. Da nannte man den Braten aus Hack einfach falscher Hase. Heutzutage wird der Hackbraten ohne Ei Hackbraten genannt und der Hackbraten mit Ei falscher Hase. Aber wie auch immer er genannt wird, er ist inzwischen eine Delikatesse. Wie er richtig gemacht wird, dass er nicht auseinanderfällt, dass er nicht zu hart ist oder dass er nicht zu trocken ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Um einen leckeren falschen Hasen zu machen, braucht es gar nicht viele Zutaten. Für einen falschen Hasen für 4 Personen benötigt ihr 1600 Gramm Hackfleisch halb und halb, 2 Zwiebeln, 3 hart gekochte Eier, 3 ungekochte Eier, ca. 100 Gramm Semmelmehl, 1 Teelöffel Knoblauchpaste, 1 Teelöffel Kräutersenf, etwas Petersilie und 90 Gramm Bacon. Wie ihr seht, Semmelmehl, Knoblauchpaste und Kräutersenf habe ich selbst gemacht. Vor dem Hackbraten hatte ich eine Gemüsebrühe gemacht. Da das Gemüse noch nicht verkocht war, habe ich es für den Hackbraten einfach weiterverwendet. Um den Hackbraten herumgelegt, konnte es so noch einmal zu einem hervorragenden Geschmack beitragen. Wie ich die Gemüsebrühe gemacht habe, das erfährst du in diesem Video hier oben. Und los geht's! Die Petersilie hacken, die Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne glasig anspitzen. Die Zwiebeln beiseite stellen und auskühlen lassen. Nun geht's an die Hackfleischmasse. Alle Zutaten außer die hart gekochten Eier und das gekochte Gemüse miteinander vermengen. Und wenn die Zwiebeln erkaltet sind, werden sie ebenfalls zur Hackfleischmasse hinzugefügt. Jetzt kommt nochmal Fleißarbeit. Die Hackfleischmasse muss jetzt 5 Minuten lang geknetet werden. Dann kommt die Hackfleischmasse zur Hälfte in eine Auflaufform, wird zu einem Laib geformt und am besten mit einem Esslöffel in die Mitte eine Mulde gedrückt. In diese Mulde werden dann die 3 hart gekochten Eier reingelegt. Obendrauf kommt dann die zweite Hälfte der Hackfleischmasse. Dann den Bacon drauf. Er gibt noch einmal Geschmack und verhindert das vorzeitige Austrocknen der Hackfleischmasse. Und wie schon erwähnt, wird das gekochte Gemüse von der Gemüsebrühe um den Hackbraten herumgelegt. Mann oh Mann, das sieht jetzt schon zum Anbeißen aus. Jetzt kommt der Hackbraten in den Ofen. Hier bleibt er bei 180 Grad in der Mitte des Ofens für eine Stunde. Und so sieht er dann fertig gebacken aus. Aus dem Gemüsebett entnehmen, kurz beiseite legen und dann das Gemüse mit dem Fond durch ein Sieb. Das Gemüse ist nun wirklich zerkocht, aber der Fond hat es in sich. Daraus kann eine wunderbare Soße gemacht werden. Und so sieht der Hackbraten dann innen aus. Ich wünsche euch beim Nachmachen viel Spaß, gutes Gelingen und guten Appetit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da und abonniert doch gleich meinen Kanal. Das war's von mir, bis hier. Tschüss, euer Kalle.